Hi Leute, hier ist Kiliko. Ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr 2020. Ich weiß, ist noch ein bisschen Zeit, aber ich mache es wie letztes Jahr. Ich gehe jetzt schlafen und verpenne Silvester. Da ich morgen früh wieder arbeiten muss, habe ich keinen Bock, dann verkatert bzw. hundemüde auf Arbeit zu gehen. Letztes Jahr lief das eigentlich super gut. Um 9, um 10 ins Bett, durchgeschlafen bis früh um 6. Wunderbar. Ganz ehrlich, meine Jahresvorsätze sind keine. Ich will eigentlich so bleiben, wie ich immer bin. Verrückt, irre und wie er mich kennt oder halt nicht kennt. Ich sehe das nicht ein, um die Vorsätze zu machen. Ich will die netter sein, ich will die freundlicher sein, ich will die abnehmen, ich will Sport machen. Was machen viele? Die wollen Freunde finden oder die wollen reisen. Alles klar, ich mache das auch, was ich Bock habe und reisen tue ich auch gerne. Und Junge, da ist mir das Schnippe, ob das das Jahr zu Ende ist oder das Jahr anfängt. Ich mache das auch, was ich Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, mache ich es halt nicht. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ich habe mir zwar vorgenommen, mehr Sport zu machen, aber jetzt nicht, dass ich jetzt ins Fitnessstudio rasen würde, sondern einfach mal spazieren gehen, nicht so oft vor der Konsole hocken, ja, auch einfach mal was unternehmen, nicht immer nur rumhocken und warten, bis die Zeit vergeht, sondern wirklich mal was machen. Kann man ja tun, ist jetzt nicht so dramatisch, kriege ich hin. Süßigkeiten weniger essen, sozusagen für sich werden. Auf alles werde ich nie verzichten, wie gesagt, ich habe aufgehört mit dem Rauchen jetzt schon. Dieses Jahr, kann ich wenigstens sagen, dieses Jahr. Schon seit 3 oder 4 Monaten. Ich habe kein Verlangen danach. Ich werde auch nicht anfangen. Wenn ich Bock habe auf Dampfe, dann dampfe ich halt wieder. Na, mein Gott, da ist es halt so, ne? Aber jetzt, wie manche sich da so Vorsätze nehmen, die man eh nie halten kann, was bringt es euch das, wenn man euch das vornimmt, ein besserer Mensch zu sein und das schafft man es eh nie? Na, mein Gott, ups, scheiß drauf. Ich bin so ein Mensch, ich denke erst, nee, Quatsch, ich spreche erst, ich denke, von daher gesehen bin ich immer eine ehrliche Sau. Ich wünsche euch viel Spaß, feiert schön, passt auf beim Böllern, dass euch nichts passiert, passt auf die Tiere, auf die rumlaufen, dass denen nichts passiert, dass den Leuten nichts passiert, werft keine Leute mit Knaller ab, schießt die Raketen nicht in Wohnung, ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich wünsche euch viel Spaß, rutscht gut rein, passt auf euch auf und ich hoffe, ihr habt ein gutes Jahr und wir sehen uns 2020 wieder, ne? Tschüss!